Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute mal wieder eine DVD-Kritik und um was es geht, muss ich das sagen, ist eigentlich schon ganz klar. Es geht um Fear Fein Ave Maria oder diesmal ist die CD drinne, Ace High. Ja, heute geht es um Ace High oder auch Fear Fein Ave Maria. Ist der zweite Teil von der Gott vergib mir bei den Nie-Trilogie. Das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil, das ist der zweite Teil. Und das ist der dritte Teil. Um den geht es dann im nächsten Video. Jetzt geht es allerdings erstmal um den zweiten Teil. Und ja, worum geht es denn überhaupt in den Film? Ja, das hier ist Kokopolis. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgenommen. Warte mal. Kakopolis. Was steht denn hier drauf? Warte mal. Kakopolis. So, okay, war schon richtig. Also, es geht in den Film um Kakopolis. Gott, dieser Name. Ja, Bud Spencer und Terence Hill gehen zur Polizei und sagen, hier, wir haben San Antonio erledigt, wir haben das Gold gefunden, wie sieht es jetzt mit einer Belohnung aus, wie wir ja am Ende dieses, wie wir dann am Ende vom ersten Teil sehen. Ja, die Belohnung kriegen sie und werden kurzerhand dann von Kokopolis oder Kakopolis überfallen und so um $300.000 ja, erleichtert. Ja, er gibt vor, alles verschenkt zu haben, hat allerdings in Wahrheit das gesamte Geld im Casino verzockt und muss jetzt natürlich erst einmal, ja, Bud Spencer und Terence Hill deren Geld zurückgeben. So, wie es der Zufall so will, ist allerdings ein alter Rivale von Kakopolis im Casino und so gibt es dann am Ende, ja, eine kleine Schießerei, an dem dann Kakopolis tatsächlich stirbt. Ja, das ist so Grund die Story. Erst einmal wieder einmal Hintergrundinformationen. Der Film selber ist von 1968, ist wieder von Giuseppe Colizzi. Ja, war damals sogar ab 18 Jahren freigegeben. Also muss man sich mal reinziehen. Heute ab 18, damals ab 18, heute ab 16. Wobei ich soweit, also im Internet steht, er ist ab 12. Hier auf der CD steht drauf, er ist ab 16. Welches jetzt natürlich stimmt, weiß ich nicht. Wobei aber auch im Internet steht, dass der Film 132 Minuten läuft. Die hier, die DVD, läuft nur 117 Minuten. Aber ich kann schon mal sagen, der Film läuft wirklich extremst lange. 1 Stunde 57 Minuten. Und diese wird nicht langweilig. Ja, gegenüber des ersten Teils ist Fear Fein Ave Maria schon ein bisschen mehr Comedy. Also es gab da schon ein paar Szenen, da musste ich schon ein bisschen lachen. Zum Beispiel gibt es da eine Szene. Da haut sich Bud Spencer mit so einem großen Dunkelhäutigen. Ich kenne jetzt seinen Namen nicht, sein Name wird auch nicht gesagt, aber die hauen sich dann gegenseitig so lange, bis dann einer umfällt und der Sieger bekommt dann $50. So, daran ist das Lustige, ihr müsst euch vorstellen, Bud Spencer kassiert erstmal richtig. Also er fällt sogar zweimal nach hinten, wird dann von dem Publikum aufgefangen und dann haut er den Schwarzen eine rauf und der Schwarze fällt nach hinten und der Schwarze erstmal so, ja, also komplett verwirrt. Ja, ein Dunkelhäutiger taucht hier auch in dem Film auf. Noch einer, der ist dann ein Mitspieler von Hill und Spencer oder auch wie sie im Film heißen, Hutch und Cat. Wozu ich sagen muss, finde ich sehr genial. Also dieser Dunkelhäutige ist eigentlich ein Seiltänzer. So, sein Namen weiß ich jetzt auch nicht, ich habe ihn jetzt leider nicht aufgeschrieben. Aber er ist ein Seiltänzer und diese Fähigkeit, dass er Seil tanzen kann, ja, nutzt er dafür, um Hill und Spencer ins Casino reinzukriegen, dass sie da rein, also einbrechen können und mal gucken können, okay, wie läuft es hier eigentlich ab, und werden dann Zeuge darauf, dass eigentlich im Casino, ja, wie soll ich sagen, es nicht nach rechten Dingen zugeht. Ja, im Casino wird geschummelt, nämlich in der Kugel selber ist ein Metallstück drin. So, und unter der, unter dem Tisch, wie hieß denn das nochmal? Hieß das Raclette oder wie hieß das nochmal? Shit. Ich meine gerade das Spiel, da, das gibt es auch im GTA-Casino übrigens, das ist, ihr müsst eine Nummer tippen, dann wird eine Kugel geworfen, dann dreht sich das und auf einer Zahl bleibt das dann stehen. So, das meinte ich. Ich weiß nun gerade nicht mehr, wie das heißt. Die Raclette war ja was zu essen, also wo man essen macht. Ich weiß nicht mehr, ich bin auch kein Casino-Gänger, ich kann dazu nichts sagen. Auf jeden Fall, darunter befindet sich dann ein Magnet und so läuft es dann ab. Oben auf dem Dach ist dann einer, der die Zahlen sagt und unten ist dann einer, der dann halt, ja, die Kugel mit dem Magnet dann auf der anderen Zahl zum Stehen bringt, dass dieser dann verliert. In dem Fall dreht es dann Spencer, Hill und der Dunkelhäutige dann um. Und zwar, dass Terence Hill von oben dann immer sagt, hier, das ist die 13. Und der Dunkelhäutige dann, okay, 13, zack. Ja, nur irgendwann übertreibt es dann der gute Kakopolis, der ja dann der Spieler ist, indem er dann nur die 13 nimmt. Und das fällt dann natürlich ein bisschen auf. Ja.
Was hat mir denn in dem Film gefallen? Die Synchro in den Film war genial. Also wirklich, da teilweise ja, kamen wieder die Sprecher dazu, die man kennt. Auch der Synchronsprecher von Kakopolis, sehr genial. Also wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Kann ich nichts gegen sagen. Die Bildqualität auf dieser DVD ist auch sehr gut, obwohl viele bei Amazon sich darüber beschwert haben, über das Bild. Leute, das ist ein Film von 68, dazu auch noch auf DVD. Was erwartet ihr denn, dass das eine 4K 60 FPS Bildqualität ist? Leute, chillt mal ein bisschen. Der Film ist voll alt, ja? Das ist genauso, als würde ich jetzt von, was weiß ich, von Nosferatu, den ersten Nosferatu, jetzt eine 8K-Version haben wollen. Das macht keinen Sinn. Das, ne, also gebt euch damit zufrieden. Die haben ja das Beste gemacht und gut ist, besser können sie es nicht. So, ne? Man muss das auch mal zusehen. Vor allem dadurch, dass es Filme sind, die erstens nicht so bekannt sind und wie gesagt auch noch älter sind. Kommt es auch noch darauf an, wie diese Fassungen, die sie ja remastert haben, in welchem Zustand die sind. So, daran muss man natürlich auch noch denken. Wenn der Zustand scheiße ist, dann ist auch das Remaster scheiße. Wenn aber der Zustand, sagen wir mal, Breitband ist, dann ist es ein geiles Bild. Siehe nämlich zwei glorreiche Halunken. Das hat nämlich ein extrem cooles Remaster bekommen. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, die Schauspielqualität ist auch sehr genial, hat mir gut gefallen, aber das ist Terence Hill und Bud Spencer, die können sowieso so schauspielern, das ist echt. Das ist genial. Vor allem der Schauspieler hier, der Kokopolis spielt, ist auch ein extremst genialer Schauspieler. Er spielt diese Person Kokopolis extremst gut, der ja eigentlich ein gebrochener Mann ist, weil er damals bei einem Überfall von seinen Kollegen verarscht wird. Dann, wie gesagt, im Casino auf seinen Kollegen trifft, der ihn verarscht hat. Und dann, ja, ist er tot. Also Kokopolis stirbt, aber nicht wegen seinem Kollegen, sondern wegen sich selber. Er hat sich selber getötet. Ja, der Film fängt da an, wo der erste aufhört. Also. Der Film Gott vergib mir beide nie endet ja damit, dass Bud Spencer und Terence Hill wegreiten. So, hier fängt er damit an, dass die beiden in der Stadt reiten. Terence Hill dann ins Büro geht und sagt: Ich möchte euren Sheriff sprechen. Ich habe hier die Überreste von San Antonio. Und wenn ihr mir nicht glaubt, da ist eine Socke mit seinen Initialen. Ja, schon mal sehr genial gemacht auf jeden Fall. Ja. Der Film, wie gesagt, hat auch schon guten Humor. Es gibt auch eine Szene, da macht Bud Spencer ein Foto. Dann muss er da ruhig sitzen, hat dann in der einen Hand seinen Hut, in der anderen hat eine Taube. So, dann sagt der eine: Ey, werf mal die Taube weg. Er wirft die Friedenstaube nach oben, ein anderer schießt die Taube weg. Bud Spencer ist mal voll angepisst, geht zu dem Typen, der geschossen hat. Was willst du haben? Ohne oder sag? Hey, bleib mal ruhig, es war nur eine Taube. Boah. Das ist wirklich so ein geiler Humor, ey. Dieser Film wirklich. Ich mag normalerweise kein Western. Bin ich ehrlich, ich bin nicht der große Freund von Western. Aber diese Bud Spencer und Terence Hill Filme haben ihre eigene Art, die extremst genial ist. Ja, das Ende vom Film ist auch sehr interessant. Wie gesagt, wir sehen das, wie sie dann vor diesem Tisch sitzen, andauernd das mit der 13. Und man denkt als Zuschauer: Oh, er nimmt andauernd die 13, er nimmt andauernd die 13. Oh Gott, das fällt doch irgendwann auf. Ja, es fällt doch auf, nur die, die dann halt der Sache nachgehen wollen, werden schnell ausgeschaltet. Ja, das ist jetzt so Grundhistorie. Ja, an sich war es das schon für die Review. Der Film selber hat mir etwas besser gefallen als Gott vergibt wir beide nie. Muss aber dazu sagen, dass es bei mir noch nicht für eine 8 von 10 gereicht hat. Deswegen bekommt er genauso wie damals, wie Gott vergibt wir beide nie oder Gott vergibt Django nie, eine 7 von 10 Punkte. Allerdings eine bessere 7 von 10 Punkten als Gott vergibt wir beide nie. Ja, kann ich euch den Film empfehlen? Auf jeden Fall, guckt ihn euch an. Wobei ihr den sowieso, also wenn ihr Gott vergibt Django nie kauft, müsst ihr den sowieso kaufen, weil das der direkte Nachfolger ist. Ja. Wie gesagt, dann als nächstes geht es dann mit dem Film hier weiter. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr beide Fassungen haben wollt. Ich habe euch ja gesagt, dass hier auch die Comedy-Synchro 2 Hörner auf dem Putz mit dabei drauf ist. Müsst ihr mir dann nur sagen, ob ihr dann 2 Hörner auf dem Putz eine Review auch dazu haben wollt oder ob ihr sagt, ja, nee, wir wollen nur zur Lüge der blutigen Stiefel. Ja, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und ciao.